liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Tour. Wir sind mit der neuen Lok unterwegs, mit der Knarre 66. Und wir machen einen Passenger Run. Das ist ein zweiteiliges Szenario. Und wie ihr da schon steht, wir sind jetzt in Preston vor, bis nach Carlis. Im zweiten Teil geht es dann wieder zurück. Und er meint, es wäre schon soweit aufgesetzt. Aber wenn ich mir das so anschaue, glaube ich, das stimmt nicht. Das werden wir uns gleich mal selber angucken, ob denn so ist. Ja, Tatsache. Schauen wir mal. Was ist das? Wo haben wir die DVT da hinten? Naja. Gut. Aber er hat recht. Mal kurz die Controls prüfen. Passt. Lichter werden auch an. Abraham Derby fahren wir. Eigentlich eine Innenansicht. Oh ja, wir haben sogar eine Innenansicht. Wir sollten vielleicht abfahren. So, und natürlich die Rail Driver Cam ist an. Zum allerersten Mal. Mal, ob du wirklich auf Kurs bist. Ja, bist du tatsächlich. Die. Und die Bremsen angelegt. Entschuldigung, mein Fehler. Es ist ein bisschen schwierig mit dem. Nicht wundern, Gang hier nach oben ist das Pedal unten. Das ist ABS. Jedenfalls hier zum Fahren ein bisschen schwierig mit dem Hebel hier als Gas. Weil wenn ihr klar sagt, dass ihr es kennt, du hast ja die Mittelstellung, Running Up, Fast Up, Down, Aus, etc. Ist ein bisschen challenging zu fahren und du musst auch schauen, dass du sie nicht überlastest. Ist natürlich die Armstrong Powerhouse Variante. Die hat nämlich den viel geileren Sound. Und realistischer zum Fahren. So, Lancaster, soll mal ankommen. Ich bin nicht auf 1 zurück. Ist das da hier hinten? Ah, Scheiße. Ich hab's Pedal vergessen. Man hört's draus nicht. Bleiben halt die meiste Zeit hier drin. Alles klar. Soll ja ein bisschen realistisch sein. Also nicht so viel rausgucken. Aber parallel werde ich mal ganz kurz gucken, wie man das Teil abschalten kann. Weil so ein paar Außenaufnahmen hätte ich dann schon ganz gern. Die Steuerung D. Advanced Mode selected. Schauen wir, was jetzt passiert. Das ist auch eine echt schöne Strecke, muss ich sagen. Wir sind zu spät. Na, sind wir zu spät.
Mal schauen, ob wir durchkommen. Höchstgeschwindigkeit 100 Meilen pro Stunde. Und da hat es auch Sektionen, wo wir Stromabnehmer runternehmen müssen. Das werde ich versuchen auch umzusetzen. Gut, das ist jetzt maximale Leistung. Nein, bitte nicht. Bist du mir jetzt abgestürzt oder was? Nee, bitte sei jetzt nicht so. Nö. Okay, das schräg. Also ich persönlich finde es ja noch ganz gut, wenn man die Alarme draußen hört. Klar, ist jetzt nicht realistisch, aber gerade wenn man so ein bisschen schauen möchte, schon noch ganz praktisch. Manche Loks kann man die explizit anmachen, explizit ausmachen, dass man draußen die Alarme hört. Ja, aber sieht so aus, als wären wir wieder pünktlich. Der Stadt sieht eigentlich total einfach aus, ne? Hat ja nicht wirklich viel drin. Einfach, aber funktioniert. Die, glaube ich, wurden auch an. Ich glaube, aus Bulgarien exportiert, wo sie heute noch fahren. Aber es war aus Polen. Bulgarien oder Polen. Müsste ich jetzt schummeln und nachgucken. Aber sie wurden auf alle Fälle exportiert, da bin ich mir 100% sicher. Und sind jetzt vor allem für den Güterverkehr zuständig. Ja, und da muss ich einfach darauf achten, dass ihr niemals ins Rote reinkommt, sonst gibt es einen Überlast. Und ihr dürft auch hier nicht sofort auf Off gehen. Und wenn ihr das macht, müsst ihr warten, bis er vom Tab Changer wieder ganz unten ist. Und das dauert einen Moment und dann könnt ihr erst wieder Gas geben. Das macht es ein bisschen challenging. Also vor allem dann, wenn man bremsen will. 100. Na, der Höchstgeschwindigkeit von der Lok. Das sind 162 Stundenkilometer. Ich könnte es eigentlich auch auf km/h lassen, auf dem Rail Driver. Dann habt ihr einerseits die Meilen pro Stunde im Spiel und die km/h auf dem Rail Driver. Was halt umrechnen, wenn euch das interessiert. Und eben, ja, sagt mir, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Oder ob ich das einfach bei mir lasse. Also wenn ihr das zum ersten Mal mit dem Rail-Driver macht und mit der Lok, macht ihr sowieso das TS-2017 Interface, also der andere Treiber. Und da macht ihr ein bisschen Gefühl von der Stellung her, was die Stellung hier, das hier repräsentiert.
Aber noch schön detailliert. Ich glaube, die bin ich schon x-mal gefahren, die Strecke. Besonders praktisch finde ich die ganzen Hotkeys hier unten. Kann zum Beispiel hier Cap View. Ja, schön ruhig hier. Und die Autobahn. Oder zum Beispiel eben Ansicht vorne, Ansicht hinten mit dem da. Ich frage mich, ob du mit dem wirklich mit der Class 86 fahren kannst. Oh scheiße, da war glaube ich gerade eine Stelle mit Fotografen runter. Glaube ich. Entweder haben wir es gerade eingebildet oder es war jetzt gerade wirklich so eine Stelle. Könnte ich mir auch eingebildet haben. Wird dann das Replay zeigen. Oh. Wir haben keine Leistung mehr. Ja, wir hatten gerade wirklich keinen Strom mehr kurz. Jetzt ist genau das, was ich meinte. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder auf Null ist. Das ist jetzt schlecht. Und wir haben wieder Leistung. Ja, weniger rumgucken, mehr auf die Strecke gucken. Würden die Experten jetzt sagen. Ah, das Geräusch wäre hochschaltet, ne? Feine Sache ist jetzt eine feine Sache. Haben wir noch ein paar Fötis. Vorne. Auch noch Fötis. Sieht das doch schön aus. Mal ein bisschen rein. Ja, ich glaube, ich habe meinen Thumbnail. Entschuldigung, da musste sein. Muss ja schön aussehen. Ah, wobei, ich sehe gerade in der Preview, das sieht nicht so geil aus. Das müssen wir jetzt glatt nochmal machen. Ding. Gut, jetzt glaube ich habe ich es. Entschuldigung. So, wir müssen ein bisschen runter mit der Leistung. Ah, scheiße, jetzt bin ich zweit runter. Ah, das ist das Blöde mit Rail Driver. Man kann die Stellung ganz schnell überschießen. Und dann muss ich wieder runter. Also ganz runter gehen und warten, bis er da unten ist. Und wieder hochfahren. Es ist halt ein amerikanisches Layout. Und da habe ich leider keine Notches. Also, sobald ich dann den HSD-Controller habe, der hat dann Notches, ist es ein bisschen einfacher zu machen. Wenn jetzt die Challenge dann wieder pünktlich anzukommen, ne?
aber das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Aber ich überlege halt auch wirklich, ob wir so einen Counter irgendwie reinbringen. So nach so viel Zwangsbremsungen habe ich, so viel rote Signale überfahren oder halt nicht richtig kalt, irgendwie so. So, nicht mehr weit. 3,5 Meilen. Nächstes will ich auf alle Fälle auch nochmal einen Güterzug fahren. Eventuell auch mit der Class 86 oder 87. Ich glaube 87 hat es nicht als Armstrong Powerhouse. Sollen wir mal einen Rundown machen hier? Dass die E-Bremse jetzt nicht mit ankommt. Könnte nämlich auch elektrisch bremsen. Das ist deswegen. Ah, jetzt macht es. Weil ich noch auf Rundown war. Man hört es richtig bis reinklicken. Es ist halt richtig schön authentisch, sowas mag ich. Aber es sieht wirklich so aus, als wenn man wirklich pünktlich ankommt. In Lancaster. Service. Was hat's denn mit diesen Brücken und Tunneln? Wenn jemand einen Tipp hat, kann er Bescheid geben. Das beste Bremsen. Kein Load. Warum nicht? Was? Warum werden die Passagiere geladen? Jetzt wegen der Zeit. Müssen wir mal gleich ein bisschen zurückfahren. Thank you.
Warte mal kurz ein bisschen zurück. Das hat halt manchmal im Spiel. Er mag mich aber immer noch nicht. Also das ist jetzt wirklich so ein Train Simulator Ding. Jetzt macht das. Sowas ist nervig, wenn das passiert. Ich höre es so gern. Oh, das wäre vielleicht wieder ein Screenshot. Ja, Screenshot gemacht. Ab ins Cap. Und wir sollten ein bisschen Meter machen. Sonst wird jetzt nichts mit Pünktlichkeit. In Ochsenholm Plattform 2 um 19.10 Uhr. 19 Meilen. So, jetzt gehen wir auch mal hier wirklich Stoff hier. Servus, Kollege. Bist du hinten dran? Das glaube ich war eine Class 90, was der da hinten dran gehabt hat. Aber an sich, glaube ich, sollte man eigentlich eine ganz gute Fahrt haben. Ja. Also ich werde es auf alle Fälle jetzt öfter machen mit diesen Train Sim Videos, aber wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt oder sie fahren soll oder eigene Szenarien etc., gebt Bescheid, soll ich realistischer fahren, weniger in England, ein bisschen was in Deutschland. Oh, der Schweiz. Oh, müssen wir da runterfahren hier. Wo ist Pantograph down? Da. Sind wir an der Stelle jetzt schon vorbei? Das ist das da vorne. Ich glaube, das da vorne dürfte sein, oder? Station hier. Diesmal habe ich es gesehen. Lassen wir mal gucken. Ja, wir sind schon vorbei. Pantograph wieder nach oben, bitte, danke.
komm. Wärst du so freundlich und kommst wieder nach oben? Gibt's sie nicht. Definitiv unten. Dass ich nach vorne eingestellt bin. Geil, jetzt kommt der Pantograf nicht mehr nach oben. Ah, jetzt. Weg, das hat also ein bisschen lang gedauert. Und was kommt uns da Schönes entgegen? Naja, wieder ein Regio. Mal schauen, was hat denn die Lok so für Features? Weil ich habe gerade zufälligerweise das Handbuch gerade offen. Man kann den Motorfaktor noch oben gehen. Motorfaktor noch oben. Sollen wir das mal machen? Shift und M. Was passiert denn, wenn wir das machen? Oder wird es lauter? Hier kriege ich wieder leider Steuerung und M. Machen wir mal auf 3. Kurz Mittelmaß. Ich glaube, mit einem IPT würde ich demnächst auch nochmal fahren. Aber der hat das Problem, dass wenn er zumindest schnell wird, dann fängt er so extrem zum Wackeln an. Also das ist leider ein Bug, der nach wie vor nicht gelöst ist. Aber an sich ein echt schöner Zug und schön zu fahren. Oder, aber da bin ich vom Sound einfach nicht so überzeugt, das ist die Schweizer Krokodil. Die ist einfach total leise. Wenn man das mit der österreichischen 1189 vergleicht, klingt die österreichische halt richtig geil. Und die Schweizer Lok sieht richtig geil aus, aber der Sound ist wieder kacke. Also das kann ich euch gerne mal zeigen. Und vielleicht kann man das auch irgendwie improven. Muss ich mal rumspielen. Aber es ist wirklich schön. Generell die Krokodile, auch die deutsche Krokodile ist schön. Bin ich jetzt auch schon lange mal gefahren. Die E03 würde ich jetzt auch gerne mal wieder fahren. Bin ich auch schon länger nicht mehr. Mal schauen, also so ein, zwei Strecken in England werde ich noch fahren. Dann vielleicht irgendwas Deutschland-Österreich-mäßiges. Könnte eigentlich auch mal mit dem Rage-Chat fahren. Aber ja, wie gesagt, gebt eure Ideen in den Live-Chat. Nicht Live-Chat. In die Kommentare rein. Was ihr denn gerne mal sehen wollt. Und ja, recht mich gerne dann auch. Kotzt mich an der Sound da, mit den Brücken und Tunneln. Ich glaube, das ist vielleicht diese EFX-Einstellung beim Sound. Ich glaube, die werde ich mal ausmachen. Und ein bisschen Saft. Maximale Leistung momentan.
Altenburg-Wildau könnte man auch mal fahren. Da habe ich mal gerade die aktuellste Version wieder neu runtergeladen. Habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Und von UK Trainsim habe ich mal so ein paar Branchlines runtergeholt. Gerade mit der Dampflok. Aber ich weiß nicht, wie das ist, eine Dampflok mit dem zu fahren. Wäre dann auf alle Fälle nicht advanced. Und wir sind zu schnell. Aber wir sind mehr als in der Zeit. Wenn das so stimmt, was er da so anzeigt. Zur linken Seite viel grün und ganz viel nix. Rechts grün und dahinter vermutlich noch mehr grün und Gebäude, viel nix. Und Teich. Ah, schön ist schon genug. Und die Lackierung fällt mir eigentlich ganz gut. Verdammt laut! Bleiben original innen. Das wird auf der Neutral-Sektion bist. Ich weiß gar nicht, ob du das auf der, beim Halt machen darfst. Geh dir runter. Ansonsten heulen die bis zum geht nicht mehr. So wie jetzt. Nur ein bisschen lauter. Könnte mir aber gut vorstellen, dass du nicht auf die Nullstellen gehen darfst, wenn du stehst, damit die Kühlung weiterläuft. Aber ja, wenn es jemand von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare rein. So, 4,5 Meilen noch. Gelbes Auto. Also ein Royal Train könnte man eigentlich auch mal fahren. Wobei, da sind die Coaches einfach ziemlich veraltet. Aber ja, warum eigentlich nicht? Oder ich mache halt wirklich mal diese volle Tour mit dem Caledonian Sleeper. Ah, es hat richtig lang. Aber mit dem Schlafzug, das ist ja einmal wirklich komplett durch England. Von ganz oben nach ganz unten. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt diese 500-Meilen-Tour gemacht. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Mache ich erstmal ein bisschen kleinere Sachen. Jetzt gerade wieder so eine Sektion. Ich muss gestehen, ich habe nicht ganz aufgepasst.
müsste eigentlich schon wieder gewesen sein. Warum geht er jetzt nicht wieder hoch? Gleich wie vorher. Ah, jetzt. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu schnell dran. Und da fängt es ja schon zum Heulen an. Die Geräuschkulisse und der Klarsicht, das ist einfach geil. Ah, da hätte man wieder vorziehen müssen. 19:07. Hinrollen. Wunderbärchen, wir sind da. Das meint sich. Jetzt ist sie ruhig. So, da geht eine nette Strecke da weg. Die auch gar nicht verbunden ist, wenn ich das so richtig sehe. Ne, doch, ist verbunden. So, jetzt haben wir mindestens 2 Minuten Aufenthalt. Ja, eben. Was hast du wie einen Gang einleg? Mal ein bisschen ran. Fängt sie an zu heulen. Aber für die Geräuschkulisse, das ist erstmal. Könnte man eigentlich wieder einen schönen Screenshot machen, Dirke. Jetzt Free Room. Das sieht doch gut aus. Bei mal gucken. Ich muss das halt nutzen, ne? Wenn man jetzt schon steht, ne? Ein paar Fotos machen. Also auf YouTube seht ihr es dann eh, was es dann geworden ist. So, da. Gut. Ja, wir bleiben dann auch mal hier stehen. Scheint zu bei der Abfahrt. Und ich hole mal ganz kurz Kohle aus der Küche. Also Leute, macht es vielleicht auch. Oder je nachdem, was ihr gerade so trinkt. Und dann ist eh gleich die Abfahrt.
Ah, da bin ich wieder. Und ihr habt den Kopfhörer auf. Und habt den Kompressor gehört. Den höre ich jetzt zum ersten Mal. Mega geiles Detail. So, machen wir sie wieder vorbereitet. Ich hoffe, du wirst sie jetzt nicht überlasten, weil jetzt sehe ich die Anzeige nicht. Gar keine Abteile da drin. Buffetwagen. Nö. Schönes Gruppenkuscheln hier. So, ab ins Gap. Sag's euch, der Raytreiber vibriert richtig. So wie, also ich meine, da geht halt nach Bass. Und gerade wenn der Motor dann so anfängt, das ganze Teil vibriert. Ist mega nice. Das kann man auch hinten einstellen, wie stark er es macht, aber dann wird es ein bisschen laut und dann hört man es auch auf dem Mikrofon ziemlich stark. Das ist aber eine ganz gute Mittelstellung. Also ich hoffe, man hört es im Mikrofon nicht so sehr. Da sind wir schon wieder auf maximale Leistung. Ach ja, Zugfahren ist schon was Schönes, oder nicht? Frag mich, wie das wohl wäre, wenn man so einer Class 47 oder 40 mal in Deutschland fahren würde. Klar, man muss es umrüsten und alles, aber das könnte ich mir doch cool vorstellen. Was meinst du, wie die Leute gucken würden, wenn so eine englische Class 47 vor mir auftaucht? Ich wüsste gar nicht, ob die dafür zu breit wäre. Ich meine, klar, mit die MK1-Coaches kannst du sowieso nicht fahren. Das geht für die Bahnsteige gar nicht. Aber die Lok, glaube ich, könnte schon noch funktionieren. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen leiser.
Wir könnten die Klarsicht des X auch mal auf die ECML entführen. Ich weiß, da fährt sie eigentlich nicht. Aber warum nicht? Vielleicht wurde sie da mal gebraucht, wurde von irgendjemandem gekauft und dann fährt sie da mal. Weil jetzt, also bei die, jetzt haben wir die ECML komplett und das war eine richtig geile Strecke, um mit der da zu fahren. Muss man noch gucken. Ja, die wird aber garantiert aufgehalten werden, weil so ein HST wird die halt aufhalten, weil die fährt halt nur 100. Also 100 Meilen, so, ne? Nicht falsch verstehen. So, da kommt jetzt gleich ein 90er. Ja, aber da sind wir noch nicht mal angekommen. Wir werden vermutlich drüber schießen, weil glaube ich, geht es ganz leicht nach unten. Ich werde jetzt gleich mal Wikipedia aufmachen, so Class 86, und mal schauen, ob ich da ein paar interessante Fakten zu Lok finde. Und da habe ich es schon gefunden. Den 1965 und 1966 sind die gebaut worden. Und Stückzahl. Wenn wir mal auf die Strecke gucken, parallel. Okay, Stückzahl. Was ist hier? 100 Stück? Das ist gar nicht so wenig. Mal schauen. Ah genau, nach Bulgarien sind sie exportiert worden. In Oktober 2012. Und nach wie vor im Betrieb. Also die haben da einige drüben. Freightliner nutzt einige von denen. Locomotive Service Limited und West Coast Railways nutzt ein paar. Und sind auch einige in Preservation. Insgesamt 4 momentan. Mal schauen, in Service momentan. Oh, das ist eine lange Liste. Mal erstmal hier wieder Gas geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Loks sind momentan im regulären Betrieb. Plus halt noch die Preserved Ones und die, was halt in Bulgarien sind. Und hatten je nach Ausführung bis zu 1250 PS. Schwester Variante waren 900.
Bin ich jetzt schon wieder zu spät. Ich hab's jetzt gerade noch so im Augenwinkel gesehen. Ich glaube, die Stelle war schon vorbei. Ja. Hä? Warum geht er jetzt nicht nach oben? War das jetzt hier erst? Ganz kurz gucken. Ja, das hat jetzt ein bisschen... Speed gekostet. Ich muss mal nach kurz gucken, wenn es hier weiß ist. Okay, jetzt habe ich gerade extra nochmal nachgeschaut. Also den Pantographen müssen wir nicht runternehmen. Schwarz heißt, dass die neutrale Section kommt. Weiß ist, dass es jetzt da ist. Und Panto Down wäre eigentlich ein ganz anderes Signal. Also was ist Signal? Schild, so besser gesagt. Also, schwarz warnt und weiß ist es dann. Oh. Sollte ein bisschen mehr auf die Strecke achten, würde ich mal sagen. Mensch, Mensch, Mensch. Gibt wieder Abzug in der Benotung. Aber da haben wir schon ganz schön zu kämpfen hier. Screenshot Time. So, wir müssen ein bisschen runter mit der Leistung hier. Der kommt doch gerade bei 80er. Und warum? Ich hab da viele Texturen hier. Oder ist einfach das Alter der Strecke? Ich glaube eher letzteres. Könnte auch mal ein Haltepunkt hier gewesen sein. Ich glaube, das war mein Haltepunkt. Oder ihr kleines Industriegelände. Eine Firma.
kurz ein paar Nebengleise. Und schon geht's wieder los. Können wir wieder Gas geben hier? Ah, was haben wir da? Nächste Industrieanlage da drüben. Mit Anschluss auf die Mainline. Findet ihr eigentlich grundsätzlich die Akustik von ihr? Also Osch. Hab wieder auf Wikipedia geguckt. Das soll ich echt nicht machen. Aber grundsätzlich, wenn man die Motoren so hört, wenn sie die Stufenschalter auf und ab gehen, ich glaube, klingt einfach geil. Ich habe ein paar Screenshots gemacht. Neutral Section Warning. Jetzt habe ich es aber aktiv gesehen. Dass jetzt gleich kommt die weiße Tafel. Und da soll man nicht wirklich Gas geben. Gemäß Betriebshandbuch. Das ist aber eine lange Vorankündigung. Thank you.
Da ist die weiße Tafel. Was ist die Neutral Section hier? Ja genau, sitzt. Man hört es auch am Motor. Lämpchen ist ausgegangen. Und jetzt ist es wieder an. Können wir auch wieder Gas geben. Also Sandprofil haben es echt gut gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr ein Haus direkt neben so einer Hauptstrecke habt? Könnt ihr sagen, ja, das wäre was für mich, da könnte ich jeden Tag zuschauen, was der so vorbeifahrt und es einfach ausleben. Oder sagt ihr, naja, Eisenbahn, ja, Liebe, ja, aber daneben wohnen, nee, das war dann doch ein bisschen zu laut. Und wenn man dann schlafen will oder im Garten was macht und dann die ganze Zeit einen Hochgeschwindigkeitszug oder irgendwas anderes vorbei tückert. Bei mir ist es so zwischendrin. Also, ich könnte es mir geil vorstellen, vielleicht so als Ferienhaus, aber so durchgehend direkt neben den Schienen, also gerade wenn es so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke ist wie die da, dann nicht wirklich, weil das stelle ich mir halt einfach ziemlich laut vor, wenn da halt jedes Mal so ein Hochgeschwindigkeitszug vorbei rast. Also wenn es nicht wirklich oft befahren ist, dann glaube ich, könnte ich mir noch drüber überreden lassen, aber eine Hochgeschwindigkeitsstraße würde ich jetzt nicht neben mir haben. Brauchst du eine Museumsbahn oder so? Oder generell ein bisschen Nahverkehr? Vielleicht ab und zu mal in der City oder so? So eine gute Mischung. Ja, das glaube ich. Kann ich, das lasse ich mal einreden. Kommt da schon der nächste Halt wieder? Gleich wieder einen Alarm kriegen. Schauen wir mal, dass wir den Stopp jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Sind auch noch in der Zeit. Gott noch so.
Ja, nicht ganz perfekt, aber ich glaube, das kann man durchgehen lassen. Schauen wir mal nach draußen. Ja. Schaut's hinten aus. Mehr als genug Platz. Was haben wir hier? Nebenbahn oder was? Boom. Was haben wir denn hier so? Ich glaube, hier war auf alle Fälle mein größerer Abstellbereich hier. Geht aber hier wieder auf die Hauptstrecke. Ja, sonst nichts. Scheint auch mal ein Gebäude oder so gewesen zu sein. Mit den Überresten hier. Aber ziemlich sicher waren hier mehr Gleise mal. So, dann machen wir hier mal eine Abfahrtskamera. So. Bei den Autos hier oben. Fein, fein, fein. Was sagt eigentlich das Timetable? Ein Halt haben wir noch. Jetzt haben wir noch alle abgetickt gekriegt. Nice. Vergangenheit hat gezeigt, das schaffen wir nicht immer. Hier fehlt was, oder? Ne, es sah nur so aus. Sieht schon schön aus. Mir gefällt es auf alle Fälle. Gehen wir hier mal die Spuren. Ganz 50%. Aber hier sollte eigentlich gleich eine Neutral Section irgendwo kommen. Ich habe das schwarze Schild vor der Station gesehen. Da. Und damit der Leistung. Und da war der Strom weg. Oder da. Ah, das Geräusch, wenn die wieder anfangen. Ah, ich mag das. Also ich würde auch kostenlos in echt zum Zug fahren. So, 16 Meilen haben wir noch bis nach Karnais. Wurde ich mit der Verfrühung da. Werden wir sehen. Gleich Bahnübergang kommen hier. Und da war er auch. Thank you.
glaube, bei der ECML habe ich nie so Nitro-Sessions gesehen. Also gibt es garantiert auch. Weil ne, ganz so garantiert wäre das gar nicht, je nachdem, wie man es macht. Ich müsste mal aktiv darauf achten, bei der neuen ECML, ob es da hat. Aber das wäre mir nie aufgefallen, nur hier bei der WCML. Und da bin ich auch schon froh, wenn da dann von Alan Thompson die, ich glaube Phase 5 ist es dann, fertig ist, wenn wir dann eine komplette WCML haben. Das wird nice, und da werden wir auf alle Fälle eine Fulltour mal machen. Ja, demnächst muss ich wieder Music Flash machen. Also wer es nicht weiß, ich arbeite im Radio nebenbei, Furry FM. Bin der Moderator. Music Flash ist so eine Musiksendung, die ich mit betreue. Da machen wir die ganzen Neuerscheinungen und präsentieren die teilweise auch mit Interviews. Da kriegen wir gerade so viel Zeugs rein. Da muss ich jetzt gerade die nächste Show wieder planen. Und ein Interview machen, was sich jetzt mittlerweile schon ein bisschen zieht. Dann rausbringen. Ach, Musik ist schon was Schönes. Bitte nicht ohne. Könnte aber auch nicht ohne Zug fahren. Also würde ich jetzt nicht aufnehmen, dann würde ich jetzt vermutlich auf YouTube was angucken. Oder mir Musik reindröhnen. Eins von beiden. Ich habe gerne beim Zugfahren so ein bisschen Hintergrundbeschallung. Schöne Landschaft. Klar, ich weiß, das sieht hier ein bisschen retro aus, aber man muss sich einfach vorstellen, wie das in echt aussieht. Echt schön sein. Im Führerstand sind wir immer noch am schönsten. Ich glaube, ich hätte auch mal wieder Lust, ein bisschen Flight Simulator spielen. Ich meine, klar bin ich dann noch viel weniger Pilot und vor allem, wenn es dann mit ATC was also mit der Flugkontrolle zu tun hat, so mit nicht so wirklich viel Plan. Aber ich weiß, ob man Flugzeug fliegt. Und die grundsätzlichen Sachen kenne ich und enjoy es gern. Ich weiß, wenn man landet, ohne abzustürzen etc. Ah, vielleicht mache ich da noch eine Session. Hatte ich hier auch schon mal live gestimmt, habe ja auch so ein Yoke da. Mal gucken. Oh, Stichwort Yoke. Eigentlich würde ich das Flugzeug Yoke mal als Gashebel verwenden. Das wäre gerade für manche Varianten viel praktischer. Weiß noch nicht, ob ich das Yoke-System parallel mit dem Raintreiber benutzen kann. Das müsste ich mal ausprobieren. Das mache ich als nächstes Mal. Weil gerade der Gashebel da, wenn ich das als Yoke habe für die volle Länge, kann ich es wesentlich feiner einstellen. Also, ja. Thank you.
glaube, wir kommen viel zu früh an. Ich würde eigentlich schon mal einen Rundown machen. Da kommt der 100er, ne? Da wäre irgendwie die Vorwarnung für das 95 schon wirklich schön. Ich meine, klar, normalerweise ist das ein Streckenbuch, wo dann auch drinsteht, auf den Kilometer kommt dann das und das etc. mit Besonderheiten. Aber trotzdem bei der Beschilderung. Warum nicht gleich mit Vorwand? Ich mag das, wie das Teil hier vibriert. Der ja garantiert meinen Testrun gemacht. Ich würde mich fragen, was das höchste war. Ich glaube, die kommt garantiert mehr als einfach nur 100 Meilen. Ich weiß gar nicht, wie man so dieses Speedruns eigentlich wertet. Kommt es auf die Lok und die Kompensation drauf an? Man sagt, okay, die Lok darf allein sein und kann dann Vollgas geben? Oder muss die mindestens, keine Ahnung, 2-4 Coaches hinten drin haben und dann wird testet? Wenn das der TGW seine Testfahrt gemacht hat und den Rekord gebrochen hat, dabei hat er ja 4-5 Coaches gehabt. Meine, klar, er muss schon mal welche haben, damit die Leute überhaupt mitkommen. Aber hätte das theoretisch auch solo machen können? Das war zu viel. Also wenn ihr jetzt 10 habt, wenn ich jetzt den hier mache, bleibt der einfach stehen und macht nichts mehr. Es macht aber in dem Fall eh nichts. Man ja eh wieder bremsen müssen. Man hat danach gleich wieder da sein. So schnell kann's gehen, Kinder! Ja, kein Kommentar. Ich hatte den Fokus nicht auf dem Fenster. Das ist schnell Zwangsbremsung. Kann ich machen, was ich will. So, dann werden wir die gleich mal hier zurücksetzen. Eigentlich relativ schnell gehen. Beschissen ist, dass wir gerade da vorne eine neutrale Sektion haben. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Schwung. Das der Look jetzt gleich nicht gefallen.
und Strom ist aus. Komm, ich will meinen Strom wieder. Strom ist da. Gas geben. Wir könnten es noch pünktlich schaffen. Wird auf jeden Fall pünktlich. Ich schätze mal, um 7.50 Uhr sollten wir da sein. Wir haben es jetzt 1.50 Uhr. Ja, Scheibenwischer. Der nicht geht auf dem Raydriver. Und das immer auch in Kala Eis. Abschalten. Danke. Ah, oh, come on. So, jetzt ist mir aber egal. Okay. Direkt beim Stop sein. Nice. Ja, und im nächsten Part geht's dann retour. Aber im schlechten Wetter. Ja, hab mich gefreut, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil, wenn wir eventuell wieder zurückfahren. Mal gucken. Oder wir fahren vielleicht ganz was anderes. Also, bis demnächst. Hab mich gefreut und gerne euer Feedback in den Chat unten reinschreiben, bis in die Kommentare. Und ja, macht es gut. Fahrt sicher.